Und das ist der neue Megalodon. Der sieht echt richtig, richtig böse aus. Und das ist auch sehr cool, dass er direkt die Rückenflosse aus dem Wasser ragen lässt. Das ist gerade schon eine coole Atmosphäre, auch mit der Musik. Und das hier ist auch das neue Seegras. Der scheint auch echt oft an der Oberfläche zu schwimmen. Also man sieht da sehr viel die Rückenflosse, was ich echt gut finde. Oh, guckt euch mal diese Zähne an. Ist auch echt krass, dass er so viele Zahnreihen dahinter noch hat. Eins, zwei, drei, vier. Vier Zahnreihen einfach. Also wenn da mal ein Zahn abbricht, ist das gar kein Problem. Sieht schon echt böse aus. Von dem will man nicht gefressen werden. Das hier ist die Sozialisieren-Animation von dem Megalodon. Na, der neue Seetang passt so unfassbar gut zu dem Megalodon. Da hat er jetzt gerade einen Fisch verspeist. Ich glaube, so ein kleiner Fisch macht ihn aber nicht wirklich satt. Und jetzt schauen wir uns den Megalodon natürlich auch nochmal an, wenn er an den Haifi da rangeht. Das ist schon ganz schön beeindruckend, oder? Mit welcher Kraft er da rausspringt aus dem Wasser. Und auch in Zeitlupe gucken wir jetzt nochmal. Hier nimmt er jetzt gerade Anlauf. Das ist wirklich mit sehr viel Schwung. Und dann macht er auch so eine Halbrolle. Und während er ins Wasser eintaucht, schluckt er das auch schon. Ah, da hat er noch was im Mund. Wirklich beeindruckend. Hier ist der Megalodon jetzt gerade auf der Jagd nach einem Ichthi. Ich glaube, der weiß noch nichts davon, dass hinter ihm dieser Riesenhai schwimmt. Ich habe mal kurz vorher gestoppt und jetzt können wir uns auch noch mal eben das Maul von dem Megalodon besser angucken. Der hat nämlich unten drei Zahnreihen. Eins, zwei, drei. Und hier nochmal zwei zusätzliche Zähne. Und oben hat er zwei Zahnreihen. Eins und zwei. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal in Zeitlupe an, wie er hier den Ichthi mit einem Haps verschluckt. Hier ist der Megalodon jetzt auch gerade auf der Jagd nach einem Atemborosaurus. Und den hat er sich gepackt. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal aus der Sicht von dem Atemboro an. Ja, der wird gepackt, geschüttelt und das war's dann mit ihm. Ja, den Dunkleosteus tötet er auf ähnliche Art und Weise. Ja, bei dem Kronosaurus beißt er nur in die Seite und dann ist er auch tot. Also leider auch nicht so spektakulär. Und hier hat man dann nochmal einen richtig guten Größenvergleich. Rechts ist der Mosasaurus, links der Megalodon. Also ich glaube, da sieht man schon ganz schön gut, wie groß der ist. Der Mosasaurus ist zwar ein bisschen länger, wegen seinem Schweif, aber der Megalodon ist schon vom Körper nochmal ein bisschen breiter. Und jetzt treffen die beiden hier gleich aufeinander. Oh, auch da beißt er nur so in den Kopf rein. Und das war's.
Na, den Plesio schluckt er bestimmt im Ganzen. Der ist nämlich nicht so groß. Ja, der wird so runtergeschlungen. Und auch den winzigen Noto wird er wahrscheinlich im Ganzen schlucken. Ah, oder auch nicht. Er bricht ihn hier das Rückgrat, schüttelt ihn. Und dann war's das. Oh, er packt ihn sogar nochmal am Schweif. Okay, aber nur nochmal reingebissen in den Schweif. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass er den ganzen schluckt, weil der auch nicht so groß ist. Die einzige Spezies, die der Megalodon nicht angegriffen hat, ist der Archelon. Also der scheint zu gepanzert zu sein. Und das hier ist nochmal die Ausbruchanimation. Da rammt er halt so gegen die Lagunenwand. Und selbstverständlich gehen wir auch noch die verschiedenen Skinfarben durch. Dafür skippe ich mal durch die sämtlichen Hautfarben hier. Das sind wirklich viele und alle in verschiedenen Farben, was ich sehr, sehr gut finde. Ich wähle jetzt mal hier das letzte aus, das Rot. Und das kann man dann natürlich auch nochmal mit den Musterfarben kombinieren. Das heißt, man hat da wirklich viele Kombinationsmöglichkeiten. Das Muster kann man übrigens auch ganz ausblenden. Aber ich nehme jetzt einfach mal das hier, das finde ich ganz schick. Das ist ja eine coole Musik, wenn der rauskommt. Ihr habt es gerade schon gehört im Hintergrund, das ist der neue Microceratus. Der ist kleiner, als ich gedacht hätte. Nur mal so für euch als Größenvergleich. Das hier ist der Homalocephale, der ja wirklich schon sehr, sehr klein ist. Und der Microceratus ist nochmal ein ganzes Stück kleiner. Der ist dann eher so auf Compsognathus-Niveau von der Größe. Der ist richtig putzig und süß. Das riesige Auge, der kleine Schnabel und dann dieses Mini-Nackenschild. Ich hätte nicht gedacht, dass er so winzig ist. Und der hat auch wieder viele verschiedene Skins. Die sieht man hier schon ganz gut von den Farben. Die sind echt unterschiedlich. Hier sehen wir jetzt gleich die Sozialisieren-Animation. Oh, ist ganz süß. Aber relativ unspektakulär. Die reiben sich halt nur so ein bisschen aneinander. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Oh, wie süß der rennt. Der ist aber ganz schön schnell unterwegs auf seinen zwei Beinen. Ja, und fressen tut er dann auf vier Beinen. Sieht auch echt süß aus. Der frisst hier zum Glück gerade ganz am Rand. Dadurch können wir ihn ganz gut beobachten. Die anderen sind alle weiter reingegangen. Der ist aber auch winzig, ne? Oh, der kratzt sich. Oh, der geht jetzt was trinken. Das macht er dann auch wieder auf vier Beinen. Oh, das ging aber schnell. Einen Schluck hat er nur genommen. Oh, wie süß der sich noch gestreckt hat vorm Schlafen. Sehr, sehr niedlich. Oh Gott, wie hektisch. Aber das dürfte, glaube ich, die gleiche Animation wie bei dem Compsognathus sein. Das passiert also, wenn ein Raptor auf einen Microceratus trifft. Leider können halt echt nur kleine Fleischfresser Jagd auf den Microceratus machen. Und das ist dann auch hier die Animation von dem Compi. Sieht ein bisschen seltsam aus.
Wenn er den hier im Ganzen schluckt. Und auch bei dem Microceratus schauen wir uns natürlich alle Skins an. Da gehen wir einmal alle Hautfarben durch. Die sind auch sehr, sehr farbenfroh. Und das Coole ist, es gibt sogar welche aus dem Film. Das ist einmal der Rot hier, den hatten wir gerade auch in-game schon gesehen. Und dann diesen Blauen, den hatten wir, glaube ich, gerade noch nicht. Ich fand aber den hier ganz cool, muss ich sagen, die Hautfarbe. Und dazu gibt es dann natürlich auch noch passende Musterfarben. Da ist Rot mein Favorit. So finde ich den schon ziemlich perfekt. Und das hier ist der neue Flugsaurier, der Thanatos Drakon. Ist der zweitgrößte Flugsaurier im Spiel. Sieht auf jeden Fall echt interessant aus, wie der fliegt. Und die Farben sind auch echt cool. Alle sehr verschieden, aber sehr farbenfroh. Und der will hier direkt ausbüchsen. Na, dann haben wir die Animation auch schon mal gesehen. Jetzt geht er hier auf die Menschen los. Jetzt sehen wir das Ganze nochmal in Zeitlupe. Er rammt ihn von hinten um. Und hebt ihn dann mit in die Lüfte. Sogar ganz schön hoch. Dann schleudert er ihn runter. So, damit ihr hier mal einen Größenvergleich habt. Der ist schon noch deutlich kleiner als der Quetzal. Aber größer als die anderen Flugsaurier und ist somit der zweitgrößte im Spiel. Ich finde den optisch übrigens sehr, sehr cool. Das Fell sieht sehr, sehr gut aus. Und auch der Schnabel sieht echt fies aus. Das hier oben finde ich auch cool. Diesen Kamm oder was das ist. Jetzt landen sie alle drei gleichzeitig. Das ist ja cool. Jetzt pickt er sich so ein bisschen in seinen Flügeln und streckt sich. Das Strecken sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. So eine richtige Dehnübung. Ach, guck mal, jetzt legt er sich schlafen. Wie groß einfach der Schnabel ist. Der ist fast so lang wie der komplette Körper. Oh, jetzt geht's essen. Oh! Die streiten sich um den Fisch. Wie witzig. Die haben sich richtig verkeilt mit den Schnäbeln. Boah, den hat er jetzt aber brutal vom Himmel geholt. Den Geosternbergia. Das müssen wir uns nochmal in Zeitlupe angucken. Das ist jetzt hier ein Tropiognathus. Boah, das sieht echt brutal aus. Als nächstes steht jetzt hier eine Ziege auf der Speisekarte. Wow, auch eine coole Killer-Animation. Er packt sich die Ziege und schleudert sie mit Schwung zu Boden.
Und dann pickt er einmal in den Hals. Und jetzt macht er hier Jagd auf einen Gallimimus. Oh, jetzt hat er aufgegeben. Und das ist auch sein bitteres Ende. Ja, schade. Hadrosaurier scheint er nicht erlegen zu können. Also ich hatte es jetzt mit dem Parasaurolophus getestet. Da ist er nicht beigegangen. Aber dafür gucken wir uns jetzt nochmal den Kill an dem Dryo hier an. Und zwar in Zeitlupe. Und selbstverständlich schauen wir uns auch hier nochmal die ganzen Hautfarben bzw. Fellfarben an. Die sind auch wieder richtig schön bunt in allen verschiedenen Farben. Nehmen wir jetzt mal den schwarzen. Und dazu gibt es dann auch noch einige Muster. Den kann man echt richtig bunt gestalten. Und das hier ist die vierte und letzte Spezies. Das ist der Segisaurus. Hat auch eine coole Musik, wenn er rauskommt. Und ist auch sehr farbenfroh. Der ist übrigens doch deutlich kleiner, als ich gedacht hätte. Das hier vorne ist der Segisaurus. Ich dachte, der ist ungefähr so groß wie der Silephysis. Aber der Silephysis ist dann doch nochmal ein ganzes Stück größer. Und das hier ist der Kompi zum Vergleich. Das ist so ein Zwischending zwischen den beiden. Das hier ist jetzt die Sozialisieren-Animation. Ich glaube, so eine ähnliche Animation hatten wir auch schon mal. Er schreckt sich ganz süß und springt dann hoch. Der hier geht jetzt was trinken. Das ist nicht vorgespult oder sowas, auch wenn das gerade sehr, sehr flink aussah. Na, hier kratzt er sich und schüttelt sich ein bisschen. Na, der legt sich jetzt schlafen. Jetzt geht's was futtern. Die springen da richtig rein in das Fleisch. Sieht irgendwie cool aus, wie das wackelt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die verfolgen die Ziege zu zweit. Ja, okay, von wegen zu zweit. Wir sind jetzt schon zu viert auf dem Weg. Oh, er springt an sie ran. Oh, das sah seltsam aus. Aber die greifen auf jeden Fall zusammen an. Ich glaube, das ist aktuell aber noch ein bisschen verbuggt, das Abschütteln. Sieht sehr, sehr komisch aus. Aber sie haben die Ziege erlegt. Und auch Menschen greifen die dann gemeinsam an. Aber leider fallen sie auch verbuggt immer runter. Dadurch sieht es halt echt komisch aus. Ah, ist aber schon fies, wie die alle an den Rand springen, an den Menschen. Aber das ist tatsächlich auch die Animation, die wir schon von den anderen winzigen Fleischfressern kennen. Und auch hier schauen wir uns natürlich die verschiedenen Haut- und Musterfarben an. Sind wieder echt viele und es ist sehr, sehr farbenfroh.
Dazu gibt es dann auch noch einige Muster. Wir bekommen auch noch diesen neuen Skin für den Tyrannosaurus Rex. Das ist der Little E.T. Skin. Genau, hier seht ihr das. Der ist aus der Netflix-Serie Camp Kreidezeit. Die Big E.T.-Variante hier auf der rechten Seite, die gab es ja schon im Spiel. Und durch das DLC bekommen wir jetzt auch noch die Little E.T.-Variante. Außerdem gibt es zu dem kostenpflichtigen DLC auch noch ein kostenloses Update für alle Spieler. Das könnt ihr dann so herunterladen. Und durch das Update gibt es neue Deko-Objekte für die Lagune. Nämlich Seetang. Da gibt es 3 verschiedene. Und die kann man auch wirklich cool platzieren. Die kann man auch so ineinander und sowas platzieren. Dadurch kann man das auch sehr, sehr dicht machen. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Das haben wir jetzt ja auch schon öfter gesehen. Und es gibt jetzt auch diesen Scheinwerfer, den man sonst nur im Wasser platzieren konnte. Den gibt es jetzt auch so. Hier haben wir den. Und damit kann man dann auch die ein oder andere Sache beleuchten. Die Lichtfarbe kann man natürlich hier auch wieder anpassen. Da kann ich jetzt einfach mal so ein Grün nehmen. Und dann ist das Ganze grün beleuchtet. Ansonsten gibt es durch das Update noch einige Bugfixes, dann wurde die Stabilität verbessert von dem Spiel und auch einige Animationen wurden auch gefixt, also da gab es auch noch einige Bugs. Und ja, das waren jetzt alle 4 neuen Spezies und das kostenlose Update. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche der 4 neuen Spezies euch am besten gefällt. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.